begrüße Sie. Haben Sie schon auf laut gestellt? Ja, habe ich schon. Dann kann ich auch Frau Roman grüßen. Hallo, Ihnen beiden einen schönen guten Morgen am Montag. Ich hoffe, Ihnen beiden geht es gut und Sie sitzen bequem. Wir sitzen sehr bequem bei Frau Roman im Apartment, schön im bequemen Sessel. Ja. Das freut mich sehr. Frau Roman, wenn ich mit Ihnen beginnen darf, wie waren die letzten Wochen für Sie? War es besonders einsam? Haben Sie Besuch, den Sie sonst hatten, besonders vermisst? Ja, das kann man wohl sagen. Zuerst war es sehr schwierig, muss ich sagen. Und seine Kinder nicht umarmen zu dürfen, das tat sehr weh. Aber ja, man hat das ja eingesehen, dass diese Maßnahmen nötig waren. Ja. Und ich denke, das ist in Ordnung so. Ich denke, unser oberstes Gebot ist, wir möchten den Bewohner schützen oder uns auch, ne, den Mitarbeiter. Und ich glaube, wir haben da alle gemeinsam ganz toll mitgezogen. Dann war noch was Schönes aus unserer Gemeinde, aus unserer Kirchengemeinde. Da ist einer, der wunderbar Trompete bläst. Und der hat hinten hinter unserem Haus, ist ein kleiner Park, und da hat er gestanden und Trompete geblasen. Und wir konnten von den Balkonen und vom Dachgarten wunderbar zuhören und mitsingen. Das waren Frühlingslieder und so. Das war ganz herrlich. Frau Weber, für Sie waren das ja auch jetzt herausfordernde Wochen, nehme ich an. Nicht? Diese Corona-Situation hat ja wahrscheinlich nicht nur vermehrt Arbeit für Sie mit sich gebracht, sondern das berührt ja auch wahrscheinlich die ganze Arbeitsorganisation, nehme ich an. Wie fast überall, dadurch, dass die Angehörigen eben nicht in der Form gekommen sind, hat halt der soziale Dienst oder eben auch die Pflegekräfte und auch die Hauswirtschaftskräfte, man hat versucht, das so gut wie es geht für den Bewohner aufzufangen. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, heute geht es mir um die Menschen, mit denen ich gerade sprechen konnte und die Sie gerade eben im Video gesehen haben. Um Menschen, die denen helfen, die pflegebedürftig oder krank sind. Und um die Menschen, die Hilfe brauchen, gerade jetzt. Sie alle trifft die Corona-Pandemie besonders schwer. Ärzte, Krankenschwestern, Pfleger, sie arbeiten derzeit sehr oft unter schweren Bedingungen und ohne Rücksicht auf ihre eigene Gesundheit. Sie sehen großes Leid. Andere kümmern sich, und es sind viele, sehr viele in unserem Land, zu Hause um die schwerkranke Mutter, den dementen Ehemann und begleiten sie auf ihren schweren Wegen. Sie gehen dabei oft bis an die eigenen Grenzen und darüber hinaus. Sicher haben viele gerade jetzt das Gefühl, ganz allein zu sein. Ihnen allen gilt mein aufrichtiger Dank und meine Hochachtung. Sie leisten Enormes für unser Land. Sie leben vor, was Solidarität heißt. Dafür danke ich Ihnen aus tiefstem Herzen. Und ich würde mir wünschen, dass wir alle uns auch nach der Krise daran erinnern, was Sie für diese Gesellschaft tun. Aber mein Dank geht auch an die Generation, der diese Hilfe vor allem gilt. Den Menschen, die dieses Land aufgebaut haben und die jetzt besonders gefährdet sind, die leiden unter Krankheit, unter Angst vor Ansteckung, unter Isolation und Einsamkeit. Und ich denke an ihre Angehörigen, die ihren Vätern und Müttern nah sein wollen und es nicht können. Das Alter gehört zu unserem Leben. Ältere Menschen sind nicht im Abseits, sondern in unserer Mitte, im Herz unserer Gesellschaft. Niemand ist ersetzbar, niemand ist verzichtbar. Die Aufmerksamkeit und der Schutz der Älteren unter uns entscheiden über die Menschlichkeit unseres ganzen Landes. Aber hüten wir uns auch vor der Gleichsetzung von Alter und Gebrechlichkeit. Nicht jeder Ältere ist pflegebedürftig. Die meisten sind bis ins hohe Alter aktiv. Sie haben Lebenserfahrung, die Gesellschaft braucht. Wir sollten sie häufiger nutzen. Für die, die auf Hilfe angewiesen sind, die unter Einsamkeit gelitten haben in den letzten Wochen, gibt es Hoffnung. Besuche in den Heimen sind bald wieder möglich. Das und manch andere Lockerung, das haben wir gemeinsam erreicht, weil die große Mehrheit der Menschen in unserem Land sich an die bisher geltenden strengen Regeln gehalten haben.
Davor habe ich großen Respekt. Aber ich bitte Sie auch, handeln wir weiterhin verantwortungsvoll und umsichtig. Und vor allem handeln wir weiterhin gemeinsam, miteinander und füreinander. Alles Gute und geben wir Acht aufeinander. Ja, herzlichen Dank, Frau Roman, Frau Weber. Herzlichen Dank für heute, für dieses Gespräch. Hoffen wir, dass die Schritte aus der Krise weiterhin gegangen werden können. Und hoffen wir vor allen Dingen, dass mein Besuch in Bremen in Bälde nachgeholt wird. Das wäre schön. Und bleiben Sie gesund, ja, Herr Bundespräsident. Genau. Das ist ganz wichtig. Genau. Ich bemühe mich. Ja, wir alle auch. Genau, wir auch. Herzlichen Dank für heute. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ihnen danke. Auch, Herr Bundespräsident. Ihnen auch. Dankeschön. Alles Gute Ihnen beiden.